diesem Jahr begrüßen wir mehr als 30 Bands im Amphitheater Gelsenkirchen im Nordsternpark. Wir freuen uns sehr, dass das Festival ausverkauft ist. Zum 5. Geburtstag natürlich ein tolles Geschenk. Auf den Märkten gibt es einerseits die klassische Gothic-Bekleidung von Schmuck, Accessoires über Schuhe, spezielle Sachen. Die Gothic-Szene ist dafür bekannt, dass sie einiges aus Lack und Leder auch mag. Auch da haben wir eine Vielzahl an Händlern. Die andere Seite von dem Festival ist eher mittelalterlich fokussiert. Da gibt es viel selbstgemachtes Werkzeug aus dem Mittelalter, Kleidung aus dem Mittelalter. Aber auch Essen, das halt traditionell angerichtet wurde. Es gibt Met, selbstgemachten Wein. Das ist unser zweites Mal auf dem Blackfield. Letztes Jahr waren wir leider nicht das Mal davor, aber dieses Mal wollten wir es uns nicht entgehen lassen. Die Atmosphäre ist absolut super, das Line-Up ist mega Hammer. Also wir sind total glücklich, dass wir hier sind. Die Amphi ist auch ein super Ort hier mit den Sitzplätzen überall. Das ist, aller kann gucken, wo immer die jetzt sitzen, es ist super. Ja, es ist also wirklich ganz, ganz toll. Allein nicht nur die Location, auch die Leute, es ist super toll. Die Mischung auf dem Blackfield Festival bezieht sich hauptsächlich auf die Gothic-Szene, wobei auch da unterschieden wird zwischen Elektro, Mittelalter und Rock. Diese drei Segmente, teilweise auch sehr bunt durcheinander gemischt, finden auf zwei Bühnen abwechselnd statt. Wobei die größeren Acts wie VNV Nation oder In Extremo, die teilweise schon einen internationalen Charakter haben, auf der großen Bühne stattfinden. Wir haben versucht, eine ausgewogene Mischung für die schwarze Szene zu buchen und es scheint gelungen zu sein.